Hallo, willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, jetzt machen wir uns aber auf den Weg zur Quest. Aber ich bin froh, dass das jetzt doch noch geklappt hat. Ich muss dann echt mal gucken, also wenn ich sowas nochmal habe mit so Seilrutschen, dass ich dann vielleicht tatsächlich erst super spät abspringe. Weil ich glaube, das war jetzt das, was ich anscheinend beim letzten Mal falsch gemacht habe. Oder halt, ja, wo ich nicht zeitig spät genug abgesprungen bin, meine ich. Was geht da hinten ab? Da brennt ja alles. Da laufen auch Leute rum, okay. Sind das Rebellen oder sind das welche von meinen Leuten? Ich bin zu weit weg. Mist. Okay, was geht da ab? Wenn das Rebellen sind, dann. Oh, tatsächlich. Nö, dann können die ruhig ein bisschen schwitzen. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Aber nicht gegen Blitze anscheinend. Aber ich meine, die können ruhig, also von mir aus können die gerne die Rebellensoldaten. Versuche ich jetzt. Ne? Habe jetzt so nichts gegen. Wahrscheinlich sind das sowieso die von dem Standort hier. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich da auch ein bisschen mithelfe. Also sagen wir mal so, wenn mir die Maschinen da ein bisschen Arbeit abnehmen, hab ich jetzt so nichts dagegen. Hauptsache, die greifen mich jetzt nicht an. Das wäre nämlich sehr schade. Okay, so einen habe ich. Was gibt's denn hier noch? Wie viele sind hier noch? So, da habe ich noch jemanden erwischt. Huch. Oh. Entschuldigung, bitte. Lassen Sie mich in Ruhe. So, okay, dann habe ich da noch jemanden. So, wie sieht's denn hier drüben jetzt eigentlich aus? Der noch. Ah, shit. Okay, schnell nochmal Munition herstellen. Die Maschinen sind jetzt eigentlich fast weg, oder? Ah, da oben sind auch noch Leute. Oh Gott. Okay. Aber was? Greifen die sich hier gegenseitig an, oder was? Wie ist das? Echt ein bisschen verwirrt. Da waren. Habe ich nicht gerade da oben noch Leute gescannt? Hm. Ich könnte.
Okay, ich verstehe, die greifen sich echt gegenseitig an. Okay. Ach so, weil die... Das sind die Rebellenviecher. Okay, warte mal. Ich weiß nicht mehr, welcher von denen. Aber okay. Okay, wie viele sind es denn noch? Da ist noch ein. Oh mein Gott, okay. So. Jetzt sind es noch zwei, okay. Schon. Einer noch, komm. So. Okay, so weit, so gut. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken. Okay. Ich glaube, wir kriegen sie. Ah ja. Ich wollte gerade sagen, hä, wo ist denn hier jemand? Aber hier. Was denn? Was ist hier denn? Hä? Hä? Ah, da unten. Ach, die ist genau hinter der Böschung, deshalb... okay. Warte mal. Mal gucken, ob die herkommen. Ja. Na dann, komm mal her. Okay, ich bin da. Wo ich auch. Bist du? Ja, wenn du noch ein Stück näher kommst, sage ich dir. Ich werde dir ganz leise ins Ohr flüstern. Wow, okay, das hat sich echt gelohnt. So, gleich mal gucken, was es hier drüben gibt. Ich glaube, ich ein bisschen... aufpassen. Weil ich weiß nicht, ob die nicht gleich jetzt von dem Stützpunkt da auch gucken kommen, was eigentlich mit ihren Leuten los ist. Aber hey, umso besser für mich. Hm? Die ganzen Teile, die kann ich halt auch voll gut gebrauchen. So, da war doch hier drüben noch. Ja, da ist noch was. Okay. Mal schauen, ich glaube, in das Rebellenlager, da schleiche ich mich lieber irgendwie rein. Um sie loszuwerden, sollte ich am besten den Anführer erledigen. Ist halt die Frage, ob das was bringt, ne? Also den Anführer zu erledigen. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass bei diesem einen Mal, wo ich das probiert hatte, dass das nämlich auch irgendwie gar nicht so viel gebracht hat. So, mal gut. Mal schauen, wie gut ich mich hier... Warte mal. Kann ich da den Baum hochklettern? Das wäre Premium. Oh mein Gott, das wäre richtig nice. Da sind so gelbe Markierungen dran. Das ist halt die Frage, kann ich das einfach so machen? Oder... Ich weiß halt nicht, wie ist das hier oben? Sieht der mich? Oder sie? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ein Problem. Weil, wenn die weg ist, dann könnte ich nämlich den hier ganz hinterhältig
einfach angreifen. Die Stämme müssen ihre Torheit einsehen und sich uns anschließen. Da warte mal, ich markiere sie mal. Schau mal, ob ich den hier irgendwie. Ist da drüben was? Nee. Das ist wirklich nur der. Und da unten steht auch noch jemand. Mach ich das denn am dümmsten? Eigentlich, wenn der hierher kommt, würde ich den gerne so ganz still und leise. Einen kleinen Überraschungsangriff. Nein! Oh, scheiße! Das war kein Überraschungsangriff. Sieht er mich? Das war die Jägerin. Wachsam sein, Leute. Wo ist sie jetzt? Nicht hier. Ich traue mich noch nicht. Mist. Entdeckt. Scheiße. Okay, egal. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwie... dass ich das ein bisschen subtiler lösen kann, aber... ja, leider nicht. Ja, scheiße. Ich wollte das überraschender machen. Das hat jetzt leider irgendwie gar nicht so gut geklappt. Was ist das denn hier eigentlich? So, okay, warte. Wir machen es jetzt nochmal anders. Gut, dass sie mir sagen, wie viele die sind. Okay, die sind zu dritt. Gut. Okay, cool. Sucht, wie ihr es gelernt habt. Ich gebe mir Mühe. Sie ist hier! Scheiße. Das war so nicht geplant. Okay, egal, ich tue mein Bestes. Komm schon. Uff. Komm, geht. Krieg ich hin. Oder auch nicht. Was ist denn hier los? Ja, ich sehe nicht. Dieses hohe Gras ist einfach. Puh. Er hat das gesagt. Okay, da unten ist jemand und? Da oben? Nee. Ist denn hier noch jemand? Ah, da kommt einer angeritten. Okay, und ich kann den... Ah, warte mal. Yes, genau das war der Plan. Ah!
zu urteilen, ist dieser Soldat der Anführer. Welcher? Ach so. Der hier. Okay. Mal sehen, was ich hier auch machen würde. Da. Sehr schön. Wie sehen die Identifikationsmarken aus? Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Du! Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal. Wer hat das gesagt? Da sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Also ich lieb das. Die sagt so, ja, ohne Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden, aber die hauen einfach nicht ab. Die greifen mich halt einfach weiter an. Sehe nichts mehr. Irgendwie klappt das nämlich nicht so gut mit dem, dass sie mich dann in Ruhe lassen. Oder dass sie hier abhauen. Mit dem Abbauen habe ich mir nicht ein bisschen anders vorgestellt. Du willst dich verschwinden. Was willst du? Oh. Nein. Das Gebiet sollte sicher so, sein. Jetzt. Ja, also irgendwie, ne, das hier mit die hauen dann ab, wenn der Anführer weg ist, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, ob aber im Rucksack ist noch Platz. Ob das was anderes ist, wenn ich quasi den Anführer loswerde und dann abhaue, ob die dann einfach gehen. Aber so, mal gucken, was gibt's denn hier Schönes. Ist hier noch irgendwo so Truhen und sowas? Irgendwas, was ich schön mitnehmen kann? Was ich gut gebrauchen kann? Nein? Okay, da geht's auch irgendwo in den Keller runter. Okay, mal gucken, wo es hier hingeht. Du. Komm ich hier hoch? Ich würde gerne da hochklettern. Ah. Was ist denn das hier, ein alter Wasserturm? Vorratstresor. Nice. Kann ich hier noch hochklettern? Ich will da gerne aufs Dach, Mano. Schade. Ah, aber hier ist noch. Ein neuer Datenpunkt. Was haben wir hier? Die Jobjagd beginnt. Tag 1. Ich habe Kopfschmerzen von gestern Abend, aber es ist Mittag und ich muss aufstehen. Der Job ist weg, aber das ist nicht das Ende eines sinnvollen Lebens. Es ist der Anfang meines kometenhaften Aufstiegs und des Grundeinkommens. Genauer Kontrolle meiner Ausgaben und der Bewerbung. Die Jobjagd beginnt. Tag 2. So, gestern habe ich die Wohnung geputzt. Zweimal. Heute werde ich nachlesen, wie ich meine Bewerbung aufpolieren kann. Oh wow, mein Lebenslauf ist Schrott. Ich muss wirklich einen neuen aufnehmen. Tag 3. Aufgestanden, angezogen, geschminkt. Nach 200 Versuchen habe ich jetzt einen Lebenslauf, den ich nicht völlig daneben finde. Auf der Angel im Angel Memorial Stellen frei sind. Also Tag 12. Aus versicherungstechnischen Gründen können wir nur eine festgelegte Anzahl von menschlichen Ärzten in unserem Krankenhaus einstellen. Wir werden sie natürlich informieren, wenn bla bla. Es gibt einfach nichts für Ärztinnen wie mich. Die Diagnostik wurde vollständig automatisiert. Ich werde meine Suche ausweiten müssen. Tag 26. 29 Bewerbungen aufgezeichnet und verschickt. Ziemlich viele Initiativbewerbungen und manche, naja, für alles Mögliche. Ich brauche nur etwas für den Übergang, bis ich eine Stelle in einem Krankenhaus finde. Tag 42, 2 Absagen, 132 mal keine Antwort. Tag 47, 13 Absagen, 219 mal keine Antwort. Tag 58,
Okay, ich brauche etwas zu tun. Ich muss irgendwas machen. Ich werde Französisch lernen. Tag 59, ich habe kein Französisch gelernt. Tag 60, ich habe das Papierbuch gelesen, das meine Mutter mir vor 4 Jahren zum Geburtstag geschenkt hat. Nicht schlecht, etwas altmodisch. Holobücher finde ich besser. Tag 61, als ich heute aufgestanden bin, fiel mir auf, dass ich in den letzten 10 Tagen nicht einmal vor der Tür war. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich rausgeguckt habe. Ich habe rausgeguckt. Offensichtlich ist die Welt noch da. Dann habe ich mir 6 Stunden lang Holos von skateboardfahrenden Hunden angesehen. Ich muss mich wirklich mal zusammenreißen. Tag 67, Wände. Tag 68, Wände, Wände. Tag 69, Wände, 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 Daten beschädigt. Puh. Ja, krass. Also, wenn das echt so ist, ne, dass halt alles dann von Maschinen übernommen wird, was so gesundheitstechnisch, ärztetechnisch ist. Okay, komme ich da rein? Weiß ich nicht. Vielleicht. Geil. Damn, was für eine Aussicht. Oh, ist das cool. Mega. Okay. Okay, gibt es hier noch was? Hier drinne? Nee. Oh nein, jetzt komme ich hier nicht wieder raus, oder? Scheiße. Hilfe. Doch hier. Oh, Gott sei Dank. So, okay. Ach so, warte mal. Okay, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Dann. Kann ich das noch nicht freischalten? Doch, okay, gut. Huh, ich dachte jetzt schon. So, aber ich will trotzdem hier noch ein bisschen weitersuchen, weil ich dachte. Oder fehlen hier noch ein paar Infos? Warte. Ach nee, ich müsste hier noch weiter. Oh, okay. Aber da ist noch ein Fragezeichen. So, ich gehe auf jeden Fall nochmal gucken, was es hier sonst noch so Schönes gibt. War da nicht gerade was? Okay, da liegt eine Rebellenhöhle. Oh. Okay, da geht's auch gerade ab. Die werden sich freuen, wenn die zurück in ihr Lager kommen. Okay, aber gab es hier drin jetzt eigentlich noch was? Bin gerade, bevor ich hier irgendwie. So. Irgendwas im Sinne von, das kann ich scannen, das sind irgendwelche Daten, das ist irgendwie noch wichtig. Sieht eigentlich fast nicht so aus, ne? Mal hier noch. Ne, da gibt es nur Kletterpunkte. Na gut. Okay. Okay, so, was passiert dahin? Ich bin zu weit weg. Okay, cool. Dann die Wendung. Ach so, hä? Nee. Ich bin doch von hier gekommen, oder? Und jetzt gucke ich wieder nach da und die kämpfen schon wieder gegen die? Jetzt wird's aber wild hier. Oder? Ja, tatsächlich. Naja, dann soll sie mal machen. Was ist hier so laut?
Na gut. Ist aber nicht weiter. Okay. Egal. Also, dann geht's in die Richtung weiter. Ich könnte ja fast einen Abstecher mal hierhin noch machen. Und gucken, was da so ist. Oder ich gehe jetzt hier durch das Gebiet. Oh mein Gott, das ist echt weit. Puh. Aber zumindest könnte ich da noch eine ganze Menge hier freischalten auf dem Weg dahin. Und ich könnte, eigentlich könnte ich mir hier noch ein... Oder ich könnte mein Reittier mal rufen, ne? Könnte ich halt eigentlich auch machen. Die behalte ich als Vorrat. Oder habe ich noch ein Reittier? Oder ist es schon irgendwo kaputt gegangen? Ja, tatsächlich. So, weil dann würde ich nämlich, glaube ich, tatsächlich mein Reittier mal nutzen. Und dahin reiten. Ist das so eine Echse? Nee. Hier ist ein Skorpion. Was ist eigentlich mit dem Skorpion? Kann ich den irgendwie... Weiß ich nicht. Was ist das? Ist das so eine... Das könnte eine Echse sein. Oder eine Ratte. Ach, was weiß ich nicht. So. Wo bin ich hier? Bestimmt falsch. Ist schon richtig. Aber, okay, warte. Ich reite mal... wir reiten mal zurück, mein Guter. Wir nehmen mal den oberen Weg, weil da ist nämlich ein Lagerfeuer auf dem Weg. Und das könnte ich dann gleich mal mit freischalten, wenn wir da dran vorbeireiten. So, die Frage. Dann muss ich... Ja, hier lang. Da oben ist es. Perfekt. So, dann habe ich das nämlich schon mal auf dem Weg. Ups. Was ist das? Panzerschnapper. Ah, sehr schön. Bin ich hier noch richtig? Ich hoffe. Bis zumindest so ungefähr die Richtung ist. Wahrscheinlich bin ich falsch. Oder? Ich weiß nicht, wie sieht's hier aus? Bürger. Hm, da ist noch eine Ruine. An der ich wieder verzweifeln kann. Nein, alles gut. Oh oh. Was folge den Spuren? Huh? Oh. Das ist ja schön. Jetzt bist du hier doch über den Haufen gefahren. Was? Das will ich nicht machen. Ich will wissen, wo bin ich denn hier? Ich will doch einfach nur hier geradeaus. Was soll denn das? Reiten. Definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sind vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Ja, das will ich aber gar nicht. Zumindest jetzt erstmal noch nicht. Vielleicht später irgendwann, aber noch nicht jetzt. Will ich erstmal dahin, wo ich hin muss. Shit. Ich bin falsch. Ich muss da runter. Ey. Dafür nehme ich einfach mit Steinen die Säcke. Die Spinnen hier. So, vielleicht mache ich erstmal einen kurzen Zwischenstopp da in der Stadt unten. So. Oh, das sieht cool aus. Ja, ich glaube, da mache ich hier mal einen kurzen Zwischenstopp. Ich muss eh den Weg weiter und da unten scheint es reinzugehen. Das heißt, da werde ich dann mal kurz abbiegen. Was, ich bin hier noch richtig? Ich weiß auch nicht. Hier, ich reite jetzt einfach mal den Weg weiter, wird schon passen. Ich werde schon irgendwo ankommen, hoffe ich. Oh, sieht das auch gefahren aus.
Oh, Brennspeer. Jetzt bin ich, glaube ich, doch den anderen Weg geritten. Naja, macht nix. Ich steige lieber ab. Das ist kein Ort. So. Gut. Cool. Weil wenn ich das jetzt erstmal freigeschaltet habe, dann tue ich mich da auch einfacher später mal wieder hierher zu kommen. So, wo ist denn das Lagerfeuer? Da würde ich nämlich gerne erstmal hin und ein bisschen speichern. Neun Schritte. Okay, das muss hier sein. Ich habe es schon wieder übersehen. Da. Oder? Hier unten. Ha! Tada! Gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.